Du planst gerade deinen Sri Lanka-Urlaub, dann bist du hier genau richtig. Wir haben einige Zeit auf Sri Lanka verbracht und für dich unsere perfekte Reiseroute zusammengestellt. Wenn du in Sri Lanka landest, dann landest du in Negombo. Der Flughafen von Sri Lanka liegt in Negombo. Negombo ist jetzt nicht wirklich sehenswert, genauso wie die Hauptstadt Colombo. Colombo liegt dann circa eine halbe Stunde von dem Flughafen entfernt. Du kannst am Flughafen direkt einen Bus nehmen, der dich vom Flughafen aus direkt zur Hauptbushaltestelle in Colombo bringt. Also diese Verbindung war wirklich super einfach und komfortabel und auch total günstig. Der Bus steht etwas abseits vom Flughafen, da kannst du dir am besten online mal einmal raussuchen, welchen genau du nehmen musst, wie lange die Verbindung dauert und auch einmal vorher checken, was er kostet. Oder guck dir einfach unser Ankunftsvideo in Sri Lanka an, wo wir das einmal zeigen. Das ist und korrekt. Hab auf jeden Fall ein bisschen Bargeld dabei. Wir hatten damals 20 Euro dabei. Wechsel dir dann vor Ort in der Wechselstube, damit du dann genug Geld hast für den Bus. Der wird nämlich mit Bargeld bezahlt, genau. Sri Lanka, sehr viel Bargeld. Genau. Dann fährst du mit dem Bus nach Colombo zur Bushaltestelle und musst da einmal umsteigen, je nachdem, wo du halt hin willst. Wir würden dir auf jeden Fall empfehlen, in der Nähe der One Golf Face Mall zu übernachten, wenn du die erste Nacht in Colombo bleiben willst. In Colombo gibt es nicht super viel zu machen. Ich fand es so beeindruckend, um ehrlich zu sein. Ist halt eine Großstadt, aber es ist auch relativ dreckig und es gibt auch nicht so viel zu erleben. Also die One Golf Face Mall war für uns schon so ziemlich das Highlight in Sri Lanka, in Colombo, und das können wir dir auf jeden Fall empfehlen. Die Mall ist, es ist eine Mall und die ist wirklich riesig und total toll. Ihr kannst da den ganzen Tag verbringen, du hast da super viele Essensmöglichkeiten mit Restaurants, mit einem Wahnsinnsausblick auf das Meer, und das ist so unser Highlight gewesen in Colombo. Als erstes nimmst du jetzt den Zug von Colombo aus und fährst nach Galle. In Galle können wir dir auf jeden Fall empfehlen, in der Galle Fort Area zu übernachten. Das ist ein kleiner Bereich von Galle, der ist wie eine Altstadt aufgebaut. Da sind noch, du hast die ganzen Eindrücke der alten Kolonien und die Stadt ist umgeben von einer Stadtmauer. Also wirklich wunderschön. Die ganzen Gebäude haben einen ganz, ganz besonderen Charme. Absoluten europäischen Flair, weil es damals total besetzt war von den Portugiesen, wenn ich richtig liege. In Galle gibt es ganz, ganz viele kleine Läden in der Altstadt, die du dir anschauen kannst. Besonders am Abend ist es wunderschön mit Musik und Restaurants, die da Candlelight-Dinner machen. Und die Läden haben ganz lange offen. Und dann seid ihr natürlich direkt am Meer. Das heißt, auch da ist direkt ein Leuchtturm. Da kann man dann schwimmen gehen mit den Locals tagsüber direkt am Meer. Wunderschön. Und Galle ist für uns auf jeden Fall ganz weit oben auf der Sri Lanka-Liste. Definitiv ein Must-Do. Für alle, die ein bisschen Geld sparen möchten, in Galle, die Fort Area ist natürlich die Touristen-Area. Da wird alles ein bisschen teurer sein als sonst. Wenn ihr ein bisschen Geld sparen möchtet, dann müsst ihr aus der Fort Area rausgehen, über die Hauptstraße, hinter dem Busbahnhof, wo ihr ankommen werdet, oder den Bahnhof allgemein. Und dahinter fängt erst das lokale Leben an, wo auch die ganzen Märkte sind, die ganzen lokalen Läden. Da findet ihr das lokale Leben. In der Fall Area ist das touristische Leben. Geht auf jeden Fall in den Hot Hot Roti Shop in Galle. Ein ganz kleiner Laden, der so am Straßenrand steht. So ein Laden auf vier Rädern quasi. Oh, war das die uns so super nett empfangen haben? Ja, genau. Wir haben sogar ein Bild dahinter gemacht. Da haben wir sogar ein ganzes Video drüber. Ist war auf jeden Fall richtig lecker. Okay. Können wir empfehlen. Ist sehr guckt günstig. Euch das Video an. Das machst du. Richtig cool. Genau. Von Galle kann man einen super coolen Daytrip machen nach Unawatuna, was einfach so ein super relaxed, laid back, was ist das für eine, so eine Beachstadt ist das, würde ich schon eher sagen. Da kommt ihr auch super gut mit dem Bus hin. Allgemein in Sri Lanka ist das Reisen mit dem Bus, also das Backpacking allgemein, super, super gut und organisiert. Kann man alles mit Google Maps machen. In Unawatuna könnt ihr einfach an den Strand gehen, da haben wir auch den ganzen Tag einfach noch am Strand rumgelungert. Man kann da, glaube ich, sogar surfen gehen. Man kann sich da ein paar coole Bowls, Salatbowls essen, Smoothie Bowls essen, so wie das man aus Bali kennt. Und wir haben auf jeden Fall einen kleinen lokalen Schuppen, den wir da gefunden haben, den wir empfehlen können. Der nennt sich Steamyard, wo wir das Salmon Bowl hatten. Die war super cool, eine super coole Abwechslung zum ganzen Kotto und nicht Nasi Goreng, aber ein Curry, den man in Sri Lanka isst. Und das ist in Unawatuna. Von Unawatuna aus könnt ihr dann den Bus wieder nehmen nach Mirisa. Mirisa war unsere absolute Lieblingsstadt
in Sri Lanka. Wir haben unsere Zeit da so, so geliebt. Wir hatten also ein kleines Häuschen direkt am Strand quasi, also irgendwie 500 Meter zum Strand laufen mussten wir. Waren in so einem Guesthouse, super coole Leute. So und das schön. War die Stadt, wo wir tatsächlich am längsten waren. Und schaut euch den Coconut Tree Hill an, das wisst ihr ja bereits bestimmt, das ist ja das absolute Highlight. Geht da am besten zum Nachmittag hin, damit ihr so ganz tolle Sonnenuntergangsbilder machen könnt. Und dann ist kurz davor auch der Turtle Point. Wenn ihr da schnorcheln geht, dann habt ihr fast schon eine Garantie, unter Wasser Schildkröten zu sehen. Von Marissa Beach ist dann ein Tagestrip zu Biligama sehr empfehlenswert. Und zwar kann man da hinfahren, um ein bisschen surfen zu gehen. Da sind die Wellen nicht so aggressiv wie in Marissa. In Biligama ist das Ganze viel anfängerfreundlicher und sich die Surfbretter auszuleihen ist auch super günstig. Da reihen sich Surfbrettverleihe an Surfbrettverleihe. Und man kann da super gut verhandeln. Ansonsten gibt es da auch coole und cute Cafés, wo man Instagrammable Essen bekommen kann. Von Salatbowls zu Smoothie Bowls. Alles könnt ihr dort bekommen. Und dann geht's auch weiter. Jetzt steht ein wirklich langer Trip an. Dafür könnt ihr euch entweder einen privaten Fahrer mieten. Das haben jetzt letztens noch Freunde von uns gemacht. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Oder ihr nehmt wieder den Bus, sucht euch da aber bitte, bitte eine wirklich gute Verbindung aus. Denn der Trip ist lang und ihr wollt wirklich in einer komfortablen Art und Weise dahin kommen, wo ihr jetzt hinfahrt. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Udavalave in unserem favorite Nationalpark ever. Wir hatten da eine Safari gebucht und wir können euch auf jeden Fall auch die Safari empfehlen. Das war mega, mega cool. Wir haben da vorwiegend Elefanten gesehen, dafür ist Udavalave auch bekannt. In Udavalave gibt es sonst gar nichts. Also es ist wirklich so ein Hotspot, wo die Leute, Touristen einfach nur stoppen, um die Tour zu machen im Nationalpark und dann geht es auch weiter. Von Udavalave geht es dann nach Ella. Ella ist auf jeden Fall eine Touristenhochburg. Da ist super viel los. Ganz, ganz viele Restaurants und ganz, ganz viele Supermärkte, Cafés und so weiter. Alles. Ganz toll auf jeden Fall. Und ein Must-See, wenn ihr in Sri Lanka seid. In Ella gibt es zum Beispiel den Little Adams Peak. Das ist eine Wanderung, die ihr morgens auf jeden Fall mal machen solltet. Die ist nicht zu anstrengend und definitiv machbar. Und die Aussicht ist einfach nur der Wahnsinn. Und das andere Highlight in Ella ist auf jeden Fall die Nine Arches Bridge. Da würden wir euch auch am besten empfehlen, morgens hinzugehen, damit nicht zu viel los ist. Es wird cool sein, ich sag's euch. Ist auf jeden Fall super schön in Ella. Da gibt's auch super viele Teeplantagen und solche Sachen. Also ganz, ganz viel zu machen. Dann geht's weiter von Ella nach Kandy. Diese Zugfahrt ist mit Abstand eine oder gilt als eine der schönsten Zugfahrten, die es auf der ganzen Welt gibt. Einfach aus dem Grund, weil Sri Lanka so eine unglaubliche Natur hat und dann fährt man über diese Brücken und die Türen in den Zügen sind offen, du kannst da raussteigen, man kann diese schönen Bilder machen. Guckt euch auf jeden Fall unser Video zu dem Thema an. Tatsächlich war es ein bisschen unglücklich für uns, weil wir in der Krise in Sri Lanka waren und absolut alle nur mit öffentlichen Transportmitteln rumgereist sind, weil es kein Benzin im Land gab. Aber so wie wir von unseren Freunden jetzt gehört haben, sind die Züge wieder ganz normal, sie sind nicht überfüllt. Und es soll eine super coole Experience sein und dass allein diese Zugfahrt, die ich glaube 6 Stunden dauert, ist eine Erfahrung für sich und auch ein Highlight für sich. Wenn du in Kandy ankommst, dann bekommst du auf jeden Fall erstmal wieder dieses Großstadtgefühl. Wir sind in den lokalen Läden gewesen, in der Kandy-Innenstadt und sind da essen gegangen, hatten da so Fruchtbowls und so weiter, die total günstig und richtig lecker waren. Sind auf die Märkte gegangen, haben verhandelt, genau. Sachen gekauft. Solche Sachen warst du in Kandy. Sind in Museen gegangen. Und es gibt in Kandy das World Buddhist Museum und in diesem Museum soll angeblich ein Zahn von Buddha liegen oder ein Stück des Zahns von Buddhas. Mhm. Auf jeden Fall war es super cool, da sind wir reingegangen, ein extrem schöner und beeindruckender buddhistischer Tempel. Und das ist auf jeden Fall ein Must-Do, wenn ihr in Kandy seid. Es gibt noch weitere Orte in Sri Lanka, zum Beispiel Sigiriya, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber es gibt noch ganz viele andere Orte weiter nördlich, die auch super, super schön sein sollen. Aber wir haben es leider nicht dahin geschafft in unserer Zeit, weil wir noch super viel andere Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel YouTube-Videos drehen. Ihr könnt es in der Zeit aber auf jeden Fall schaffen, die ihr in Sri Lanka seid. Und wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann macht da einen Abstecher hin und schaut euch das Ganze an. Denn da lernt ihr noch was über die Geschichte von Sri Lanka. Und da seht ihr auch wunderschöne Landschaften. Die Reise, die wir euch jetzt genannt haben, wenn ihr noch den Norden macht, die reicht so für 2 Wochen. Wenn man es
relativ zügig macht. Wenn man viel Zeit mitbringt, 3 Wochen, 4 Wochen, dann ist es natürlich auch perfekt. Wir hoffen, euch hat diese Sri Lanka-Reiseroute gefallen. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr schon mal in Sri Lanka wart oder für wann ihr plant, nach Sri Lanka zu fahren. Wann plant ihr, den Sri Lanka-Urlaub zu machen? Vergesst nicht, ein Video zu liken, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Abenteuer. Bye, bye. Bye, bye.